Die Helden hatten sich in einem magischen Wald wiedergefunden. Oh ja, ne? Pontius war ziemlich von einer damenhaften Blume eingenommen worden, der sie begegnet waren. Amadeus dachte, die Sache mit der Blume wäre so eine Art zauberhafter Ulk gewesen. Soja dachte weder das eine noch das andere über die Blume. Warten wir einmal ab, grübelte sie. Blumen. Was mehr erzählen sollen. Ist doch einfach. Wir suchen ihre Schwester. Wir suchen ihre Schwester. Eine Befragung bei allen Blumen im Wald durch. Das ist so hübsch. Guck mal, wie das hier mit dem... Oh, das ist bestimmt unten Gift, oder? Ja, das sieht auf jeden Fall nicht so aus, als wenn ich da hin möchte. Bleibt besser weg von ihr. Ja, Zoe weiß es. Zoe weiß Bescheid. Aber kannst du die Eier da unten zerschießen? Die Pilze? Was ist das? Nee, ne? Nee. Ah, ist im Hintergrund. Okay. Ja, ich springe natürlich... Genau, ich springe natürlich... Genau dann... Genau in dem Moment, ja. Ja. Ich bin Pontius, hallo, ich bin der richtig krasse Krieger-Typ. Machst du da? Hast du Spaß hier ohne mich, oder was? Hm. Wo ist sein? Was ist denn da los? Ich glaube, hier oben. Vielleicht. Da was? Nein. Ich bin super ungeduldig heute, ne? Oh ja, da ist was. Oh, wow. 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 Und? Ja, Pflanzen. Sterben. Ich warte auf dich. Ich mache nochmal. So, müssen wir da weiter oder was? Ja, dann. So. Ich mach mal so, dann seht ihr die linke Seite vom Bildschirm auch. Ein bisschen schwierig manchmal. Das hier zu handeln. Und was ist, haben wir jetzt hier damit gewonnen? Das weiß ich noch nicht, aber das muss für irgendwas. Für irgendwas muss es gut sein, oder? Wir sind ja nicht umsonst hier. Denke ich. Hoffe ich. Da oben, ja. Ja, ja, ja. Kannst du mittig. Bisschen. Na, kannst du. Was möchtest du denn? Entschuldigung. Ich nehme mal Zoe. Ich mach mal hier so. Feuerpfeile. Da. Ah, dann bist du da hoch. Ja, ich. Aber da scheint auch nichts zu sein. Warum ist hier nichts? Warum können wir hier hin und dann ist hier nichts? Das ist ja wohl eine Frechheit. Wieso? Du kannst nicht da hoch. Das weiß ich nicht. Ich nicht. Nee, nicht so ganz. Also, ich glaube, da ist nichts einfach. Ich glaube, hier ist einfach nur Leben. Aber wir sind ja nicht nur wegen Leben hergekommen, oder? Also. Anscheinend ja doch. Vielleicht gibt es hier auch irgendwas, was wir schon haben. Das kann auch sein, dass wir... Ich weiß nicht. Ich habe keine Option. Ich habe keine Option gefunden, um zu sagen, hey, neues Spiel. Also, komplett neu. Hätte ich nicht gefunden. Gibt's nicht. Ich habe einfach das Spiel gestartet und ich konnte nicht mein Profil auswählen oder irgendwas. Hier ist die Frage, ob wir hier oben. Ah! Über den Stacheln. Oh oh. Wo bist du? Ah, hier sind Gegner. Oh mein Gott. Da ist noch eine Pflanze, die müssen abgeschossen werden. Welche Pflanze? Ja, die da, oder? Ja. Okay. So, ich werde erstmal wieder Pontius. So, ich bin Pontius. Zack. Zack. Zack, ich habe eine Kiste. Der Schwester Talent mit Magie zu erfreuen. So feiern wir morgen. Da werden wir neun. Werden wir neun? Neun Jahre alt. Oh, hier kann man auch... okay. Okay, das habe ich verstanden. Das ist ein bisschen blöde Mechanik. Warte mal. Muss man nochmal da gucken gehen. Nein, ich würde gern darüber noch... Noxi, was ist mit dir? Wo willst du denn hin? Ich würde noch mehr gerne zurück zu den Stachelbeeren-Dingern. Entschuldigung. Den Stachelbeeren-Dingern. Mhm. Nein. Oh, ich falle immer in dieses... Weil das so blöd ist. Ich würde gerne nochmal ein Stück zurück. So.
Jetzt sind wir hier in dieser Grütze. Oh, wow. Ja, kannst du nochmal... Soll ich dich noch wiederbeleben hier? Das ist ein bisschen Zucker. Danke. So, also es geht auf jeden Fall. Wir können zurück. Das ist nur ein bisschen Timing abhängig. Wir sind hier so ein bisschen... Ja, wir dürfen nämlich nicht in dieses Loch springen, was nicht so einfach ist, das nicht zu tun. Das ist schon gewollt, dass man da reinspringt, aber ich würde gern trotzdem nochmal... Na, fast... Ah. Leute. Ihr werdet's nicht glauben. Zack. So. Ich brauche dich aber wahrscheinlich dann auch, wenn ich hier... Oh, oh. Nein, nein. Oh. Okay. Oh, wow, wow. Ich hab's selber. Ja, ja, alles gut. Okay. Mach das mal. Wie selber? Ich mach das einfach. Ich hab das mal wieder. Shit. Hier wollte ich. Ah, okay. Okay. Nee, ist nichts. Okay. Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich jetzt hier rüber? Okay, machen wir erstmal. Will ich schon Planken machen? Oh ja, ich kann Planken machen. Zack, und dann machen wir so. Soll ich das vorher irgendwie wegkriegen, oder? Ich bin auf dem Weg. Ich hab für alles eine aggressive Lösung. Ach, toll. Grün auch, offensichtlich. Aua, aua! Komm ich da hoch? Ich komme hier nicht mehr weg. Oh ja. Mhm. Ich schon Planken machen? Nee, warte mal, kann ich vielleicht demnächst. Kannst du keine Planken machen? Boah, ich muss erstmal kaufen. Oh. Oh, ja, boah. Aber da oben ist doch wieder was, oder? Wahrscheinlich. Ein Herzchen. Hier an diese Stachelbeere da eine Kiste dran. Hm? Achso, in der Stachelbeere. Oder eine Planke sogar. Muss ja doch hoch, da kommt man jetzt. Naja, nicht so ganz. Warte, geh mal zurück. Ja, ich schaff das. Klar. So, nee, wir müssen ja. Ja, schweben. Schwebende Blätter. Das war's aber, ne? Da war jetzt nur Leben. Ja, da war nichts Spannendes. Okay, warte, ich zuerst. Oh mein Gott. Ja, genau. War so klar, dass hier wieder irgendwas kommt, was mich vernichten will. Könnt's einfach nicht ertragen, ne? Zack. 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 Okay, also ich wäre drüben. Oh, oh, hier sind ganz viele Kobolde. Goblins. Ja, wollen wir diese Fantasy-Kreaturen-Geschichte nochmal aufgreifen? Kobolde, Goblins, Orks, Ogre, Riesen und ja, so weiter. Also ich glaube wirklich, es sind Goblins. Hm. Es müssen Goblins sein. Die sind menschengroß, ähnlich, grün, nackt. Sie haben kein Fell oder irgendwas. Und eher primitiv, also sie haben so Keulen und so. Keulen und ja, Steinspeere. Ich hab wieder was zu lösen hier. Mhm. Genau, du löst das und ich schwafel die Leute voll. Vielleicht ein bisschen. Wieder noch mehr Rohre als nur das. Und dann... Ja, noch, was war noch zur Auswahl? Kobolde können es nicht sein. Kobolde sind eher so klein. So. Die haben irgendwo am Ende eines Regenbogens einen Topf voll Gold. Soll ich das machen? Ja. Kobolde mit dem Stab vielleicht. Ja, Kobolde mit dem Stab gibt es auch. Die dann am Ende eines Regenbogens irgendwie ihr Gold lagern. Oder? Das waren Kobolde. Ah, wenn ich das... Ah, das kann ich wegnehmen. Ah. Ich weiß gar nicht, ob Goblins sprechen können. Meinst du, Goblins können sprechen? Na klar können die. Ja? Gute Frage. Aber können die... Haben die so eine eigene Sprache oder haben die... Sind die verständlich für uns? Können wir uns mit Goblins oder... Doch! Ja, ich kenne ein Spiel, das nennt sich Ark Survival, nicht Ark Survival, sondern Ark Fatalis. Ja. Da können Goblins auch sprechen. Ich jetzt dieses
Ja. Wieso ist das überhaupt da? Das ist... Mal machen. Warte. Mach meine Kiste weg. Ach, kann ich das festmachen? Ja, ja. Oh. Mach meine Kiste weg. Mach meine Kiste weg. Wieso? Na, weil... okay. Ja, okay. So. Ey, ja, geil. Grün hat eine magische Lösung. Magisches Wasser. Vielleicht kriegen wir Riesenerdbeeren. Riesenerdbeeren, vielleicht. Bleib einfach hier stehen. Ja, ich lasse Grün einfach machen. Grün hat da richtig... Sorry. So, also Goblins haben wir geklärt. Ja, ein bisschen primitiv, aber können sprechen. Haben Keulen und Steinwerkzeuge. Steinholzwerkzeuge, also irgendwie Steinspeere und so, ne? Und ja, das sind Goblins. Was gibt's noch? Im Kobolde haben wir geklärt, das sind die Kleinen, die am Ende des Regenbogens einen Topf voll Gold haben, vielleicht auch mit Stab. Können auch zaubern, sind zauberfähig. Haben quasi mystische Fähigkeiten. Was haben wir noch? Riesen, ja, Riesen ist klar, oder? Also Riesen, das sind riesig große, größer als Mensch auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wie der Intelligenzstand von Riesen ist. Ich glaube, es gibt sowohl... ich glaube, in den meisten Fällen sind die eher auch primitiv gehalten, dass sie so... was ihr wollen, können wir machen irgendwas zusammen? Ne? Das ist auch eine Sprachbarriere, also es muss, ja, unten ist muss nicht unbedingt ein Intelligenzproblem sein, weil vielleicht ist es einfach eine Sprachbarriere. Ich hüpfe hier einfach durch die Dinger. Was haben wir noch? Orks. Orks kennen wir auch, die sind so ein bisschen Goblin-mäßig, nur ich glaube, die haben einen höheren Intelligenzstand, also die haben einen höheren Entwicklungsstand, die rennen nicht mehr mit... Oh, hier die Goblins, guck mal, die haben auch Rüstung, die haben Metallrüstung. Du bist mal gestorben. Ja. Ich finde, du machst das super. Ja, ne? Die, ja. Goblins, guck mal hier, die Goblins, die haben ja auch Rüstung, die haben sogar Schilde auch, also die haben offensichtlich gelernt, Metall zu bearbeiten. Aus dem Fluss zu waschen und sonst was. Gibt also auch intelligente Goblins. Sozusagen. Ich finde, es ist auch schwer, dann das auseinanderzuhalten zu Orks und Uruks und sowas. Das ist so eine Familie, glaube ich. Also auch Zwerge. Für die Leute, die es... Den kriege ich hier nicht tot, oder? Ach doch, jetzt ist er doch gestorben. Für die Leute, die es noch nicht wussten, auch Zwerge gehören zu der Gattung der Elfen. Ja, also Goblins, Goblins, Uruks, Orks und so, das sind alles Elfen. Sind das doch keine Elfen? Doch, Dunkelelfen sind das. Googelt mal. Die gehören zu den Dunkelelfen bzw. zu den Nachtelfen. Zwerge. Die sind so ein bisschen, die sind ähnlich wie die Falmer bei Skyrim. Also bei Skyrim waren das ja, waren das Hochelfen? Das waren, glaube ich, mal Hochelfen, die sich dann... Ich weiß nicht mehr so genau, da möchte ich nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es waren Hochelfen, die dann gezüchtet wurden oder so. Und die gehören. Nee, das waren. Nee, die Falmer. Die Falmer sind haben sich entwickelt aus den Zwergen. Das waren ursprünglich mal Zwerge. Nein, die Falmer doch. Sind aber. Ich hab 420 Folgen Gronkh geguckt und der hat jedes verdammte Scheißbuch vorgelesen. Ich hab da doch. Falmer sind. Haben sich entwickelt aus den Zwergen. Deswegen sind die auch in den ganzen Zwergen, also in den ganzen Dreamer-Ruinen. Sehr auffällig. Okay, so. Jetzt hab ich die Vermutung, ich hab mir den Lore durchgegeben. Die Falmer sind eigentlich Elben. Auch Elfen. Genau. Eine andere Gattung. Genau, aber für dich ist das schwierig, weil du ja vorher nicht angenommen hast, dass Zwerge auch Elfen sind. Zwerge sind ja Dunkelelfen oder Nachtelfen. Nachtschattenelfen, sozusagen.
also Zwerge gehören ja mit in die Elfenfamilie. Und die Falmer, die sind halt auch Elfen. Oh, das ist eher so ein Oger. Ich guck mal, ob ich... Nein, natürlich. Warum habe ich denn ein Schild, wenn ich das nicht benutzen kann? Aua. Gibt es hier so ein Heildings? Da oben. Fuck. Ja. Mensch, das Kinders. Wo bin ich? Aua, oh Gott. Grün, das alles liegt an dir. Du weißt, die Community... Au. Mist. Unser erster kompletter Tod. Unser allererster kompletter Tod hat hier stattgefunden. Wo bist du? Am letzten Steckbollen. Warte. Ja, dann, oh. Ja, wahrscheinlich ist das so passiert. So ist es in der Geschichte ja, nie gewesen. Wie willst du das denn machen? Ich hüpfe hier nochmal drüber. Moment. Die beleben uns alle nochmal wieder. Zack. So, Pontius. So, jetzt geht's hier. So, jetzt gibt's hier auch die... Aua. Okay, wir müssen hier hoch. Können wir nicht drüber springen, glaube ich. Warte, ich wollte dich mal zurück. Ja. So. Oh. Ja, haben wir. Komm hier. Keine so- oh, was? Der ist so widerstandsfähig. Ah! Ist das du auch? Oh nein! War so knapp. Letzten Checkpoint. Oh! Ach so, wir starten einfach. Ach so, mittendrin. Mit dem gleichen. Oh, das ist ja. Luxus. Meine Güte. Wie soll man das denn schaffen? Mit einer kaputten Leertaste. Puh, das ist ein Hebel. Ja. Guck mal den mal an, dann fällt hier irgendwas runter und schlägt uns. So, Diskussion nochmal. Also, Zwerge gehören zur Kategorie Elfen, Nachtelfen, Dunkelelfen. Und Falmer haben sich aus den Zwergen entwickelt. So laut der Lore von Skyrim, was ich bei Gronkh gesehen habe. In einem der Bücher hat sich das wurde das beschrieben. Oh, das sieht so geil aus, ne? Leute, guck mal. Wie cool ist das? Dunkelheit umhüllte den Sumpf, als die Nacht hereinbrach. Da erschien ein vertrautes Licht und erhellte den Weg. Wo denn? Ich mach mich mal vom Acker, ich bin langsam müde. Dann wünschen wir dir eine wunderschöne gute Nacht. Schlaf schön, träum süß, mach kein Blödsinn, schreib mir, grüß Alkens, wir sehen uns morgen. Be cute, have fun, bis dann, Nacht, Nacht, Kuss, Kuss, Liebe, Liebe. Und, der Träum möchte, dass und das auch von heute Morgen, was der Lyra gesagt hat. Ja, genau. Und Lyra saß da, Kussi, Kussi, Schmatzi, Schmatzi, ja, ja, quatsch mal hier voll, lass mich in Ruhe. Bis dann. Das Haus einer Blume gehörte, nicht einmal einer intelligenten, sprechenden Blume. Aber die Wärme im Haus war eine willkommene Abwechslung nach einem Tag im Morast. Tatsächlich werde ich sehr, sehr wahrscheinlich zu 95% am 2. September haben wir ausgemacht bei Lyra sein. Ich werde meinen Rechner nicht mitnehmen, also ich werde nicht von dort streamen, aber wir werden dort sehr wahrscheinlich aufnehmen, das heißt an dem Wochenende. Ja, wir planen langfristig. Damit ihr schon mal wisst, da wird wahrscheinlich von mir, wir wissen nicht, ob wir dann zu der Zeit schon ein anderes Qtverse Germany Mitglied gefunden haben, was das hier übernimmt. An dem Wochenende, möglicherweise. Wer auch mal Bock hat, zu streamen. Wir finden schon jemanden, oder auch nicht. Da müsst ihr damit leben. Aber wir werden wahrscheinlich für YouTube irgendwas aufnehmen. Unsere Schwester quasi. Ich finde es gut. Da oben ist noch was. Echt? Wieder entdeckt schon wieder die Sachen, die kein Mensch sonst entdeckt. Hui. Was das? Ja, ja. Oh, das was zum Lesen. Ja. Was zum Lesen?
Ja, da ist doch ein großes Buch. Leg dieses Medaillon an und folge mir durch die Spiegel. Schleichen wir uns heute Nacht raus. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Danke für die Rosen. Rosabelle. Rosie. Ich hab schon mal gefragt, dieses Rosie, wo bist du, Rosie? Aus welchem Spiel kommt das? Der das rauskriegt? Oh, ja. Das wird spannend hier mit Amadeus, wirklich. Also da hast du... Naja, genau so. Im zweiten Teil ist es ein bisschen mehr Amadeus-lastig, was ich gut finde. Für was sind die Hebel hier? Um die Kurve zu bewegen. Das Portal bewegt sich. Ja. Hier, da hast du das eine Portal und hier hast du das andere Portal. Hier kannst du nach links und nach rechts. Oh. Ja, aber was bringt das? Das ist Tutorial. Das ist das erste Mal, dass wir mit den Toren zu tun haben. Die bringen uns quasi bei, wie es geht. Du hast zwei Hebel, einer fürs eine Portal, das andere fürs andere. Oh, Spinne. Oh, wow. Wie sah das denn aus? Juhu. Juhu. Leute. Ich bade mal hier in dem Tümpel. Ja, das ist unnötig. Wir müssen es zum Kochen. Wir müssen es. Nee, das ist nicht unnötig. Wir müssen es zum Kochen bringen. Können wir hier. Hexen würden Babys fressen. Ein Glück, dass du kein Baby bist. Keine Bange. Ich werde dich beschützen, Amadeus. Ach so, wir müssen es wieder zum Kochen bringen. Aber wie? Indem. Ja, wir müssen unten irgendwo. Guck mal, es muss irgendwas geben, damit das hier mittig aufgeht, denke ich. Das lässt sich hier bewegen. Oder kannst du das selber aufmachen? Kannst du das? Ja, sehr gut. Ja. Guck mal, machen wir doch mal jetzt. So, dann. Klappe auf. Genau, und dann. Ah ja, dann muss ich wieder hier. Genau. So, du brauchst aber noch mehr. Ja. Ne, die linke Seite? Rechts nicht. Rechts kann, glaube ich, bleiben. Die linke Seite, hier liegt noch ein Rohr. Kann da auch gar nicht mehr. Liegt da noch ein Rohr? Ja, ja. Ah. Und dann bringen wir den Spaß hier zum Kochen. So. Schwuppdiwupp. Und dann, wenn das kocht, können wir nämlich hier auf diese Blubberblase drauf. Und dann. Ah. Oh. Dann haben wir hier zwei Portale, die irgendwie noch nicht. Nehmen wir das eine. Wir können. Wir können auch hoch und runter. Oh, wow, okay. Okay, habe ich mich hier da durchbieben oder was? Naja. Die Blubberblasen kommen auf jeden Fall da durch. Also theoretisch, wenn du darauf. Ja, wenn du drauf stehen bleibst, Moment. Ach so. Naja, versuch mal hier. Ja, genau. Wir gucken was mal. Was soll das bringen? Das weiß ich noch nicht. Warte mal, ich mach mal folgendes. Ich mach das mal. Ah, weiter runter krieg ich es nicht. Okay, das muss hier drin bleiben. Und mit dem können wir jetzt theoretisch hier irgendwo. Genau. Ich muss weiter runter machen, glaube ich. Ja, aber wir kriegen da. Ja, damit wir die Blubberblasen. Aber nicht so nah ran, oder? Ja, genau. So, quasi. Au. Ich bin der Meinung, dass das auf der rechten Seite trotzdem noch eine. Ja, wahrscheinlich auch eine andere Lösung. Nee, kommen wir erst auf die Plattform, genau. Ja, ja. Weil die Blubberblasen haben so eine Art Lebensdauer, glaube ich. Ist nicht weit genug. Wie soll man denn da rüberkommen? Ich hatte ja erst gedacht, dass es oben einen. Ich meine, hier für die rechte Seite, wir brauchen es ja nicht. Wir können ja gleich hier auf die Blubberblasen springen, die hier aus dem Kessel kommen. Ja, für was ist das denn? Genau, und da ist die Frage, geht's noch höher? Gibt's oben noch was? Nach oben geht's ja irgendwie weiter. Das hat ziemlich viel Platz noch. So dass wir quasi sagen, okay, wir würden vielleicht die Blubberblasen hier hin machen, sodass du gleich mit der Blubberblase jetzt zack, nach oben kannst. Und mal guckst, was da ist. Immer springen? So, genau. Da hast du ein Stacheln bisschen. Sind da, Stacheln. Da hau ich mir nur die Birne an. Okay, dann weiß ich nicht, wofür es ist. Wir können natürlich auch das hier rüberbringen, sozusagen, und von oben, glaube ich, reinspringen. Nee. Ah ja. Ah, das eine ist oben, das eine ist unten. Ja, theoretisch ginge das auch, ja. In der Theorie.
Vielleicht sind die Rätsel doch ein bisschen kniffliger und wir einfach zu blöd. Das kann gut sein, ja. Das möchte ich nicht bezweifeln. Vielleicht sind wir einfach strunzdumm. Ja. Hier kommt keine Blubberblase mehr. Grün, du hast kaputt gemacht. Ich hab gar nichts kaputt gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab wirklich gar keine Blubberblase. Oh, doch, da. Ups. Ja, du bist... zu schwer. Hallo, kein Problem. Ob Lyra heute wieder kommt? Ich glaube, Lyra muss aber arbeiten. Ist dann wieder wahrscheinlich ab. Vielleicht ist Lyra schon arbeiten. Aua. Oh. Ich weiß gar nicht, wie das gestern war. Aber er hat vorhin noch geschrieben, ja, bis heute Abend. Mal springen, dann kommt er. Vielleicht springen die geht weg, die Plattform. Ja, ich wollte aber sagen, wenn du da stehst und auf der Blubberblase springst schon, immer wenn du die Blubberblase nicht von oben drückst, dann fliegt die schnell nach oben, sozusagen. Oh. Okay. Lauf mal weiter. Wie geht's? Soll ich? Oh. Oh. Okay. Oh. Du stirbst auch gleich hier, hm? Ach, Quatsch. Flup. Da habe ich dich. Da hab ich die gefunden! Da oben. Da oben. Was da oben? Noch hier Erfahrungspunkte. Wo genau? Da. Ja, okay. Können wir hier auf das Rohr springen? Ja, geht. Kommen wir auf die anderen denn drauf? Na, ich würde sagen... Portale, hm? Oh. Ah, verstanden. Alles geht weg. Ah, weiter geht nicht. Reicht doch. Ah, nein! Oder? Ist da unten was? Ist da was Spannendes? Nö, nö, das sind ja nur die Portale. Schade. Aber da drüben, du musst es mal nach, weiter nach rechts verschieben, dann. Du? Wenn man rüberkommt irgendwie, ne? Ja, das war knapp. Aha. Oh, hey, das geht einfach kaputt. Geht doch einfach kaputt. Was ist denn da los? So. Ja, und da ist die Frage, wie komme ich jetzt da oben an das noch dran? An das da oben. Ich ziehe eine Kiste unten runter. Ja, wenn du mir eine Kiste da runter machst. Mach mal eine Kiste. Ja, mach mal eine Kiste da rein. Warte, Moment. Was? Warte. Okay, ich bin hier. Ja. Okay, habe ich. Kurz. Ja, habe ich. Okay, zack. Juhu. Oh, oh. Und weiter. Das will man. Rechts ist da nichts, ne? Mehr hab ich mir dazu noch nicht überlegt. Guck mal, die Kiste geht nicht durch. Das finde ich ja super. Okay, ja. Ich gehe aber durch. Aber du fliegst durch, ja. Oh ja. Okay, für den Augenblick funktioniert es super. Ich liebe diese Musik, ne? Das ist so geil. Guck mal, guckt euch diesen Hintergrund an. Also ist durchgängig, ja? Nicht nur immer, wenn ich das sage, sondern... Ey, das ist so hübsch, ne? Das ist so cinematisch hier alles gemacht. Das ist... Wow. Da ist richtig Arbeit auch reingeflossen. Das ist alles... jedes kleine Funkeldings da musste irgendwo mal programmiert werden, eingefügt werden und sonst was. Das ist super, super krass Arbeit, das alles zu machen. Ja, das... Das muss man erstmal machen.